Tag Leute und herzlich willkommen in der zweiten Folge von Game of Life Tutorial. Und diesmal geht's direkt los, ohne viel reden, das Spiel programmieren. So, was brauchen wir denn eigentlich alles noch? Wir haben jetzt schon unser Fenster. Jetzt bräuchten wir noch in Game irgendwie so ein bisschen was, ne? Da brauchen wir zwei Klassen. Einmal ein GM, steht für Game Master. Und wir brauchen eine Game Clock. So. Und wir müssen übrigens von beidem ein Objekt erzeugen. Das heißt, GM G ist gleich New GM. Wieder mit Steuerung Leertaste importieren. Achso, GM müssen wir das nennen. Und sagen wir mal Game Clock GC ist gleich New Game Clock. So, wo fangen wir mit an? Ich würde sagen, wir fangen mit der Game Clock an. Die ist eigentlich relativ einfach. Dazu benutzen wir einen Thread. Also hier extend Thread. Und schreiben jetzt hier, wir können direkt die Funktion schreiben, aber ich möchte gerne eine Variable haben, die ich theoretisch kontrollieren könnte, ob der Thread überhaupt läuft. Das heißt hier public static boolean running ist gleich true. Das heißt, wenn wir Running nachher auf False setzen, können wir den Thread auch pausieren und somit das Spiel pausieren. Machen wir nicht, aber könnt ihr dann gerne machen. Dazu brauchen wir jetzt noch eine Funktion, damit der Thread überhaupt läuft. Die nennt sich public void run. Und hier drin möchten wir, solange Running true ist, also while Running, möchten wir nachher unsere, hier, warte mal, machen wir hier mal GM. Machen wir hier mal eine Funktion public static void next generation und die wollen wir dann hier aus der Game Clock aufrufen. Also sagen wir gm.nextGeneration. Damit das nicht sofort passiert, möchten wir unseren Thread schlafen legen und zwar für 50 Millisekunden. Das ist eine vernünftige Zeit. So, jetzt markieren wir alles. Drücken STRG ALT T für Surround With, Try Catch. Alternativ kann man auch einen Code markieren. Hier oben bei Code drücken, Surround With, ist genau der Shortcut, und dann halt Try Catch. So, und jetzt haben wir hier 50 Millisekunden, die gewartet werden, und dann soll die nächste Generation aufgerufen werden. Wir haben aber noch gar keine Generation, weil wir noch überhaupt nichts programmiert haben. Das soll sich jetzt ändern. Als erstes legen wir eine Anzahl an Zellen fest. Das heißt, wir haben hier public static final int cell count, sagen wir mal 512. Das heißt, wir machen nachher ein Spielfeld von 512 mal 512. Das sind eine ganze Menge Zellen. Könnt ihr gerne im Kopf ausrechnen. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Ja, wie wir jetzt vorgehen, man kann es über mehrere Möglichkeiten machen. Ich glaube, so ziemlich das Simpelste ist einfach ein zweidimensionales Array. Und jede Stelle im Array repräsentiert eine Zelle. Und diese Zelle kann entweder leben oder tot sein, also alive oder nicht alive. Und da bietet sich dann natürlich ein Boolean an, der halt entweder true oder false sein kann. Und deswegen werden wir halt ein 512 mal 512 Array aus Booleans machen, die unsere Zellen repräsentieren. Also hier public static boolean und übrigens mache ich das alles static, damit es nicht mehrere Einheiten oder Instanzen dieser Variablen geben kann, weil wir nur einmal ein komplettes Array mit Zellen haben wollen. Also hier cells ist gleich new boolean und das heißt cell count mal cell count, weil wir es halt quadratisch machen, können wir das beides einfügen. So, jetzt müssen wir entscheiden, da können wir nachher nochmal drum spielen. Start Cells ist gleich 10.000, mache ich jetzt hier mal. Das sind so die Zellen, die in der ersten Generation aufploppen, irgendwo auf dem Bildschirm, also im Spielfeld. Da werden wir auch auf jeden Fall noch eine Funktion schreiben, die die dann verteilt. Das machen wir gleich. Die letzte Variable, die wir brauchen, ist static int generation ist gleich 0. Weil wir halt gerade in der nullten Generation sind. Und ja, versteht sich, glaube ich, von selbst.
So, als erstes machen wir, bevor wir jetzt in die nächste Generation gehen, machen wir erstmal das Setup. Hier public void setup. Das rufen wir hier auch aus der Main-Klasse auf. Und zwar noch bevor die GUI überhaupt entsteht, machen wir hier gm.setup und nachher hier unten übrigens gc.start, damit unser Thread läuft. Hatte ich vorhin vergessen, sorry. Ja, das heißt, hier werden jetzt unsere, in der Funktion sollen unsere Punkte verteilt werden auf dem Spielfeld. Hier soll unsere GUI entstehen und das Ganze soll gezeichnet werden gleich. Das Zeichnen haben wir übrigens auch noch nicht gemacht, das machen wir danach. Und dann soll unsere Clock laufen, die dann jedes Mal neu die Generation berechnet. Oder unser GM berechnet die Generation, aber es soll die Funktion jedes Mal aufrufen. So, unser Setup soll einmal über die Anzahl an Startzellen iterieren. Das heißt, dazu brauchen wir eine Vorschleife. Int i ist gleich 0. I ist unsere Zählervariable. Die soll hochzählen bis Startzells i++. Und jetzt haben wir eine Vorschleife, die genau 10.000 Mal iteriert. Und damit das Ganze ein bisschen einfacher wird, werde ich jetzt eine kleine Funktion schreiben, die uns einen Random-Wert berechnet. Da haben wir hier public static int r für random soll ein int minimum bekommen und int maximum bekommen und soll einen Random-Wert zwischen min und max zurückgeben. Und wie man das mittlerweile macht, seit Java 1.7, halt über diese Thread Local Random aus der Util-Klasse, .current, .nextInt. Und hier können wir jetzt Minimum und Maximum eingeben. Das ist Min und Max. Genau genommen Max plus 1. Aber wir benutzen das plus 1 nicht, sondern wir machen. Also wenn ihr zum Wert zwischen 3 und 5 haben wollt, müsst ihr das hier, wenn 5 drinne sein soll, muss plus 1 hin. Wenn 5 nicht drinne sein soll, kommt das plus 1 weg. Und jetzt als nächstes gehen wir in die Generation der verschiedenen Zellen. So, dazu machen wir int x für einen random x-Wert ist gleich r von, was ist min, was ist max? Min ist Spielfeld 0 und max ist Zellcount. Das heißt, wir können entweder am 0. x-Wert oder am 512. x-Wert eine Zelle generieren. Genau das gleiche bei y ist gleich r von 0, Zellcount. Und jetzt sagen wir Cells von xy ist gleich true. Warum? Weil wir jetzt einen Random-Wert generiert haben, irgendwo auf dem Spielfeld, einen x- und einen y-Wert. Und diese Variable soll halt true gesetzt werden. Wenn die Variable oder wenn die Zelle jetzt schon am Leben ist, also true ist, dann verändert sich nichts. Andersrum, wenn man jetzt zum Beispiel nicht über hier eine über zwei Arrays geht oder ein zweidimensionales Array, sondern über eine ArrayList, müsste man vorher prüfen, ob der Eintrag schon vorhanden ist, weil man sonst eventuell Doppelzellen hat auf dem gleichen Feld und das darf nicht passieren. Also, wenn ihr das anders machen wollt, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht doppelt Zellen generiert am Anfang. Aber da wir hier nur Booleans haben, die nur true oder false sein können, ist das hier kein Problem. So, was machen wir? Ich würde sagen, wir gehen jetzt in unsere Draw-Funktion und zeichnen jetzt erstmal unsere Zellen, die wir gerade generiert haben. Dazu brauchen wir wieder eine Vorschleife. For int x ist gleich 0, x ist kleiner als gm.cellCount, x++. Dann brauchen wir das gleiche nochmal für Y. Zack, zack, zack. Alles ersetzt durch Y. Steuerung Alt L übrigens für Formatieren. Und jetzt haben wir, die müssen wir abfragen, wenn die Zelle lebt, mal sie schwarz, wenn sie tot ist, mal sie weiß. Also if gm.cellCount
Cells von x und y. Wenn das true ist, das ein Boolean ist, können wir das einfach so schreiben. G.setColor, color.schwarz. Und wir möchten ein Rechteck zeichnen an genau der Position, dass ein Pixel breit und ein Pixel hoch ist. Ihr könnt das Ganze auch 2x2 Pixel machen, aber dann müsst ihr halt gucken, dass ihr nur die Hälfte an Zellen berechnet. Also dann nur 256 statt 512. Da müsst ihr ein bisschen mit rumspielen, aber es geht auch für weniger. Deswegen habe ich auch diese Cell-Count-Variable. Wir zeichnen ein Rechteck, draw rect. Übrigens, wenn ihr mehr als 2x2 macht, sondern zum Beispiel schon 3x3, dann müsst ihr fill rect machen, weil dann sonst in der Mitte nicht das Rechteck nicht ausgefüllt wird. Aber für einmal einen Pixel ist es egal. Genauso wie für 2x2. So, also wir möchten an der Stelle x das zeichnen plus GUI.x offset, weil wir es nicht am linken Rand zeichnen wollen, sondern halt im Spielfeld. Das gleiche, es gilt für y plus GUI.y offset einmal 1 breit. Und jetzt brauchen wir noch den Fall, dass die Zelle nicht am Leben ist, also else. So, das Ganze einmal kopieren, machen das hier mal auf white und sind mit dem Zeichnen schon fertig. Das heißt, wir iterieren erst in der äußeren Schleife durch alle x'e, also x Position, dann den inneren durch alle Y-Position und zeichnen dann die Zelle schwarz, wenn sie lebt, und zeichnen sie weiß, wenn sie nicht lebt. Und das war's auch schon mit dem Zeichnen. Jetzt müssen wir noch die Funktion programmieren, die die nächste Generation berechnet. Das ist jetzt, und da brauchen wir noch eine zweite Funktion, die die Nachbarn berechnet, weil, wie schon in der ersten Folge gesagt, wir müssen auch die Anzahl der Nachbarn wissen, um die nächste Generation zu berechnen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal zuerst, weil darauf baut die auf. Also hier public static int neighbors. Die braucht ein int x und int y. Das ist das x und y der Zelle, die wir überprüfen wollen. Und sagen int count ist gleich 0 am Anfang, also die Nachbaranzahl, und am Ende möchten wir return count machen. So, und jetzt müssen wir noch überprüfen, wo sind die Nachbarn. Und dazu gibt es jetzt die Möglichkeit, also im Grunde genommen möchten wir, jetzt habe ich das hier geschlossen, ich öffne nochmal ganz kurz hier Game of Life, und was hier, Conway's Spiel des Lebens, müssen hier jetzt überprüfen. Wir haben hier die Position xy, hier haben wir x plus 1 und y, hier haben wir unten x plus 1 und y minus 1, und hier gehen wir einmal komplett rum, und damit wir nicht jedes Mal Array von x plus 1 und y schreiben müssen und so weiter, haben wir jetzt hier zwei weitere Hilfsarrays, und zwar x offset. Ich schreibe mir hier dazu an Anfang, Mitte, rechts, Uhrzeigersinn. Ja, das heißt, x offset ist gleich, am Anfang fangen wir an mit, x ist 1, wird 1 addiert, dann haben wir wieder 1, dann haben wir hier 0, dann haben wir minus 1, minus 1, minus 1, 0, 1 und sind fertig. So, und da, das schreiben wir jetzt hin, 1, 1, 0, minus 1, minus 1, minus 1, 0, 1. Das gleiche machen wir jetzt für y offset, allerdings mit anderen Werten, weil für unser y ist es jetzt hier im Uhrzeigersinn, das ist der gleiche y-Wert, also 0, dann haben wir hier minus 1, minus 1, minus 1, 0, nee, andersrum, sorry, hier haben wir 0, nach unten ist positiv, also hier haben wir 1, 1, 1, 0, minus 1, minus 1, minus 1, und das kommt jetzt hier auch rein, also hier 0, 1, 1, 1, 0 hatten wir, und dann 3 mal minus 1. Minus 1, minus 1, minus 1. So, das sind jetzt unsere
unsere Rotation. Und jetzt möchten wir für 8 stellen, weil wir genau 8 Nachbarn haben. Int i ist gleich 0, i kleiner 8, i plus plus. Möchten wir jetzt drüber iterieren, if cells von x plus x offset von i, also an der jeweiligen Stelle, wo wir gerade sind, und das Ganze noch für y, y plus if y offset von i, wenn das wahr ist, also wenn da sich eine lebende Zelle befindet, zählen wir count hoch. Count plus, nicht so viele plus, count plus plus. Und das Problem ist jetzt, wenn wir am Rand sind und wir zum Beispiel bei x 0 sind, dann können wir nicht in den negativen Bereich von x gehen, da gibt es eine Exception. Das heißt, wir gehen hier wieder, markieren das, Steuerung Alt T mit Try Catch umranden. In Eclipse gibt es dann anderen Shortcut oder auch hier über Code und Generate oder Surround With. Sorry. Und das fängt jetzt die Fälle für den Rand ab. Man kann das auch einzeln programmieren, dass man dann sagt, okay, für die Randfälle möchte ich zum Beispiel, dass die Zellen, das ist jetzt übrigens der Fall, dass die Zellen tot sind. Wenn die Zellen leben sollen, also nicht ignoriert werden sollen, dann muss man das anders machen. Da könnt ihr dann selber mit rumprobieren. Aber ich mache das jetzt für die Einfachheit halber so. Jetzt haben wir die Anzahl der Nachbarn. Jetzt müssen wir endlich mal die Generation berechnen. So, jetzt sagen wir erstmal als allererste Anhandlung Generation plus plus. Und SOUT steht für System Out Printline. Ich glaube in Eclipse ist es SysOut und dann Steuerung Leerzeichen Enter. Dann hier Generation Doppelpunkt plus Generation. Und jetzt brauchen wir wieder zwei Schleifen. Und zwar hier die Form int x gleich 0, x kleiner als Cellcount, x plus plus. Und dann kopieren wir das Ganze für y. So, y, y, y. Und jetzt kommen. Also jetzt müssten wir quasi für jede Regel abfragen, wie viele Nachbarn wir haben, aber da wir nicht jedes Mal durch zig Arrays iterieren wollen, schreiben wir hier am Anfang int n ist gleich neighbors von x und y. Das heißt, wir speichern die Anzahl der Nachbarn für die aktuell betrachtete Zelle ab. So, Regel 1, Doppelpunkt wiederbeleben. So, wenn wir nochmal kurz hier reingucken, heißt die erste Regel, eine tote Zelle mit genau 3 lebenden Nachbarn wird in der folgenden Generation neu geboren. Das heißt, wir haben die Anzahl der Nachbarn, das heißt if n ist gleich 3 und die Zelle, Cells von x, y, ihr könnt kurz überlegen, was das bedeutet. Das heißt, die Zelle, die wir gerade betrachten, lebt nicht. Und wir haben 3 Nachbarn. Was folgt? Cells von x und y ist gleich true. Das ist genau die Wiederbelebenregel. Wenn es genau 3 lebende Nachbarn gibt und wir eine tote Zelle haben, wird sie neu geboren, sprich, es wird auf Leben true gesetzt. Regel 2. Was hatten wir da? hier mit weniger als 2 lebenden Nachbarn sterben in der folgenden Generation an Einsamkeit. Das heißt, Unterbevölkerung. Das heißt hier, if n ist kleiner als 2, das heißt, wenn es nur einen oder keinen Nachbarn gibt, stopp. Also Cells von x, y ist gleich false. So, die Regel 3. Am Leben bleiben, heißt hier, wenn es 2 oder 3 Nachbarn gibt, bleibt unverändert oder am Leben. Und ich betone vor allen Dingen dieses bleibt unverändert, weil es gibt jetzt ein Problem, wenn wir jetzt schreiben, if, ich mache einfach mal n gleich 2 oder n gleich 3, dann bleibt sie am Leben. Aber wenn wir jetzt schreiben, cells ist gleich true und vorher
eine Zelle wiederbelebt haben, dann pflanzt sich das ja fort, weil wir dann ja automatisch zwei Nachbarn haben. Und deswegen schreiben wir hier jetzt einfach nur hin, Zelle bleibt unverändert. Sonst, wenn ihr das anders machen wollt, dass zum Beispiel 2 oder 3 ist und die Zelle vorher wiederbelebt wird, müsstet ihr einen Flag setzen, okay, Zelle wurde wiederbelebt, bitte überspringen. Oder ihr brecht aus dieser Vorschleife hier dann aus. Das könnt ihr dann mit Continue machen. Oder wenn ihr die Vorschleifen benennt, zum Beispiel äußere Doppelpunkt, dann könnt ihr zum Beispiel hier sagen dann Continue mit äußere. So, und das heißt, ihr brecht diese Schleife hier ab oder generell diese innere Schleife brecht ihr ab und macht mit der äußeren weiter. Und übrigens kann man so alle Schleifen benennen. Innere Doppelpunkt, dann kann man hier auch sagen, okay, ich möchte Continue innere machen. Ist was ich auch länger nicht wusste, aber was wir hier in dem Fall nicht brauchen. Deswegen lösche ich das jetzt hier mal kurz weg. So, wir haben aber noch eine vierte Regel. Regel 4. Machen wir mal so. Überbevölkerung. Und genau dann, wenn es mehr als drei lebende Nachbarn gibt, stirbt die Zelle an Überbevölkerung. Also if n größer 3, Cells von x und y ist gleich false. So, kurz eingerückt. Und wenn jetzt alles richtig läuft, könnte das Programm sogar schon funktionieren. Probieren wir es doch mal aus. Ich drücke mal auf Play. Es lädt. Oh Gott, 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 Gott. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Array out of bounds exception. Und zwar so viele, dass die Konsole schon nicht mehr uns sagt, wo. Das heißt, ich führe nochmal aus und beende sofort. Gott, das geht so schnell. Wo haben wir hier? GM Neighbors Dem 62. Warum meint der Out of Bounds? Ach so, ja klar, weil wir jetzt gesagt haben, für alle Randfälle möchten wir bitte den Stack Trace printen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen die einfach ignorieren. Ja. Okay, machen wir jetzt nochmal auf Play. Zack, ich move hier rüber. Und wir sehen, wie sich unsere Zellen fortbewegen, fort ausbreiten. Das hier sind übrigens diese kleinen Punkte, die ihr seht, sind statische. Ja, also hier sind so, ist so ein, ich weiß nicht, ob man das sieht auf YouTube. Kann sein, dass das runtergebrochen wird. Aber es gibt so ein, wenn man das größer machen würde, ich kann ranzoomen. Ich habe doch Nachbearbeitung. Mal gucken, ob ich dran denke. Aber auf jeden Fall wird das bei euch jetzt ziemlich grisselig aussehen, weil YouTube. Aber das war es mit dem Spiel des Lebens. Und ihr könnt da noch eine ganze Menge mitmachen. Ihr könnt da Hintergründe anders machen. Ihr könnt andere Startzellen eingeben. Ihr könnt generell eine andere Anzahl an Spielfeldgröße machen. Ihr könnt ja, die Geschwindigkeit ändern. Ihr könnt es viel langsamer oder viel schneller machen. Also da sind einige Möglichkeiten. Oder ihr könnt die Spielregeln verändern, ganz einfach. Es gibt hier noch einige, zum Beispiel hier, hier statische Objekte, das ist das, was ich meinte vorhin. Das sind so die statischen Objekte im Standardspielverlauf. Dann gibt es oszillierende, die sich immer hin und her bewegen durch die Regeln. Und mit anderen Regeln kann man hier auch noch coole andere Formen und Muster rausbekommen. Also da gibt der Wikipedia-Artikel ein paar Denkanstöße, was man auch machen könnte hier noch mit den Regeln. Gibt es ja auch verschiedene Welten und so weiter. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Tutorial. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs Tutorial. Nein, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann irgendwann demnächst, wenn ich wieder dazu komme, Videos zu machen. Es tut mir leid, dass es so unregelmäßig aktuell ist, aber ich hoffe, das wird irgendwann mal wieder besser. Aber naja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.